Hallo Friends, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Es gibt mal wieder ein Haul, wie ihr schon in der Beschreibung lesen konntet, und zwar von Trendyol. Und ja, das Paket ist noch komplett zu, ich habe es noch überhaupt nicht ausgepackt. Das werden wir jetzt alles zusammen machen. Der Versand ging richtig schnell, also die Sachen sind innerhalb von, keine Ahnung, ich glaube ein oder zwei Tagen angekommen. Hätte ich gar nicht gedacht, wir werden das jetzt erstmal hier aufladen. Sind mal sehr gespannt. Ich würde sagen, ich zeige euch das so outfitmäßig. Ich glaube, ich habe nämlich ein paar Sachen, die man als Outfit kombinieren kann. Und zwar sehe ich hier schon direkt eine Jeanshose. Ich packe die einmal mit euch zusammen aus. Und zwar sieht die so aus. Ich bin sehr gespannt, ob mir die Sachen passen. Das ist einmal die Hose und jetzt nehmen wir irgendein Oberteil dazu. Keine Ahnung, was hier für Oberteile gibt. Ich ziehe erstmal die Hose an und zeige euch dann das Oberteil. Okay, also das ist die Hose. Ich zeige euch die gleich nochmal komplett, wenn wir das Outfit fertig haben. Ich hoffe, das ist ein Oberteil. Ich bin nämlich nicht ganz... Doch, das ist ein Oberteil. Und zwar ist das ein schwarzer Pulli, der an sich basic ist. Aber er hat hier an der Seite solche, so wie Knöpfe. Das macht ihn eben nicht so basic. Das heißt, er sieht ein bisschen cooler aus. Ich zeige ihn euch direkt angezogen und zeige euch dann auch das komplette Outfit noch ein bisschen mehr. Das ist jetzt der nächste Pulli und zwar ist das auch eher ein Basic-Pulli, würde ich sagen, aber ich hatte irgendwie Bock auf Basic-Pullis und zwar ist das so einer. Und ich habe mir den extra in L bestellt, weil ich wollte den in so über Oversize und zeige euch direkt angezogen und ich liebe den Stoff. Ich liebe den Stoff, ich kann den euch jetzt hier nicht so gut zeigen, aber ich finde den Stoff richtig geil. Der ist so, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, wenn ihr das seht, aber das ist dieser, der ist nicht kratzig, aber der ist fest. Okay, ich kann es nicht beschreiben. Ich zeige ihn euch angezogen. Also das ist bis jetzt mein Lieblingsteil. Der fühlt sich so geil an. Also er ist sehr groß, aber wie gesagt, das ist auch Größe L. Also ich wollte das so. Man kann ihn entweder halt so chillig anziehen oder so komplett drüber machen. Also man könnte ihn rein theoretisch auch ohne Hose anziehen, weil der wirklich komplett drüber geht. Wenn ich die Hände hoch mache. Ja, okay, nicht ganz, aber fast. Den kann man eben voll gut, finde ich, mit solchen Hosen kombinieren. Aber man kann den halt auch gut einfach mit einer, keine Ahnung, Strumpfhose oder so kommen, deswegen finde ich es echt cool. Jetzt kommen wir zum nächsten. Jetzt habe ich das hier. Sorry für die Geräusche im Hintergrund. Hat mein Handy wohl nicht lautlos gemacht. Der Versand ist übrigens kostenlos und der Rückversand auch bei Trendyol. Deswegen könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich habe den Link in meiner Bio. Könnt ihr sehr gerne mal anschauen. Okay. Das ist so ein Oberteil. Also, ich weiß gar nicht, man kann es wahrscheinlich auch als Sport-BH anziehen, aber ich würde es eher so anziehen mit so einer. Seht ihr, ist das etwas was anderes? Ich zeige es euch einfach direkt mal angezogen. Ich bin sehr gespannt, wie das angezogen aussieht. Also das ist jetzt das Top oder der Sportbär, ich weiß gar nicht, aber ich würde es als Top anziehen. Ich finde das richtig cool. Das hat hier Ausschnitt, aber es ist nicht zu viel. Ich habe jetzt ein BH drunter, ihr müsst aber keinen drunter anziehen. So sieht es von hinten aus, also eher basic, ist auch etwas länger. Also man kann es auch wirklich mit so einer Hose kombinieren. Also ich finde, das passt jetzt auch echt gut zusammen. Ich finde das richtig cool. Ich liebe diese Farbe. Ich liebe auch das, weil es einfach auch mal was anderes ist. So, es ist nicht so, wie es jeder hat, sondern es ist ein bisschen basic. By the way, schreibt mal bitte Hintergrund. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr diesen Hintergrund findet. Weil ich habe jetzt nicht mal einen anderen Hintergrund, aber ich weiß nicht, ob das stört hier. Schreibt es in die Kommentare. Und natürlich, wie immer, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und wenn nicht, dann schreibt, was euch nicht gefällt in die Kommentare. Und schreibt mir, wo... Schreibt mir bitte auch, ob ihr so Holz feiert. Ich mache halt immer mal verschiedene Holz, meistens Schienenholz, aber ich finde halt andere auch mal ganz cool. Deswegen dachte ich, ist das eine echt gute Idee. Kommen wir zum nächsten. Wenn das ist, was ich denke, können wir das jetzt auch gerade mit dem Outfit nochmal kombinieren. Und zwar... Ja, das ist das. Nein, das ist das nicht. Das ist was anderes. Das ist ein anderes Oberteil. Und zwar ist das so ein Rollkragenoberteil. Ich gucke gerade mal. Ich habe es in der Größe S, 36. Das hier ist das Muster. Ich fand das auch cool, dass mal was anderes ist. Das ist ein Rollkragenoberteil. Und es ist mal nicht bauchfrei. Nika hat was, was nicht bauchfrei ist. Bin mal gespannt, wie es aussieht. Aber ich werde es einmal anziehen und euch dann direkt einfach mal angezogen zeigen. Das ist jetzt das Oberteil. So sieht das aus. Also einfach ein Rollkragenoberteil. Es ist jetzt nicht mega eng, aber ich habe auch eigentlich XS. Ich weiß nicht, ob es da XS gab. Es ist so ungewohnt, dass ich kein bauchfreies Oberteil habe. Ich habe es einfach in die Hose gemacht. Also für Leute, die einfach auch nicht immer bauchfrei tragen, gibt es da auf jeden Fall viele Sachen. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Sachen. Also schaut einfach mal vorbei. Der Link ist einfach in meiner Bio. Da könnt ihr einfach auf die Webseite klicken von Trendyol und dann seht ihr das. Die Preise sind auch völlig in Ordnung. Ja.
Gut, also das ist das Oberteil. Ich will es auf jeden Fall tragen. Ich finde es cool. Es wird vielleicht besser zu einer schwarzen Hose passen. Aber es ist auch, also die Qualität und die Stoffe sind wirklich sehr gut, muss ich sagen. Okay, machen wir weiter. Hier ist gleich noch meine Hose drin. Ja, yes. Und zwar eine Lederhose. Ich habe ja schon eine. Aber ich finde die ich habe nicht so gut. Ich habe mir nochmal eine bestellt. Das ist so eine Leggings mit so einem dickeren Stoff hier oben. Ich werde sie anziehen und euch direkt angezogen zeigen. Es passt wahrscheinlich auch besser zu dem Oberteil. Können wir jetzt gerade mal angucken, wie es mit einer schwarzen Hose aussieht. Also das ist die Lederhose. Von vorne finde ich, sitzt die richtig cool. Die sitzt auch eng. Ich musste mich gerade sehr reinquetschen. Ich glaube, eine Größe größer hätte mir besser getan. Sieht man auch an meinem Po, der ist ein bisschen zerquetscht. Aber die ist richtig cool. Vor allem ist die nicht so mega dünn, sondern die hat auch wirklich Stoff und fühlt sich gut an. Vor allem ist die auch von der Länge gut. Die geht wirklich bis unten hin, weil ich habe eine, die ist mir eben nicht lang genug. Ich finde die echt cool. Die könnte man halt auch voll gut mit dem Pulli kombinieren, den ich gerade anhatte. Das wäre ein perfektes Outfit und ich finde auch, das Oberteil sieht mit einer schwarzen Hose voll gut. Also das könnte man auch so zusammen anziehen. Jetzt habe ich, glaube ich, noch zwei Teile. Gucken wir uns das an. Und zwar Number One ist noch eine Hose. Oh mein Gott, auf die habe ich mich richtig gefreut. Und zwar ist das eine Leggings. Leggings. Aber hier unten ist sie so offen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich wollte schon immer so eine in Schwarz haben. Ich habe so eine in Braun, aber noch nicht in Schwarz. Und ja, die sieht jetzt, wenn ich sie so hinhalte, sehr groß aus. Die ist aber, glaube ich, auch XS. Okay, dann müsste es passen. Dann probieren wir es direkt mal an. So sieht die Hose einmal getragen aus. Ich hoffe, ihr seht die auch hier unten. Aber ich glaube schon, die ist XS. Und ich muss sagen, ich hätte sie in S bestellen sollen. Die ist mir tatsächlich etwas eng. Also ich kriege sie angezogen. Die sitzt auch richtig gut. Also es ist jetzt nicht so eine mega elastische, dünne Leggings, sondern wirklich aus einem richtigen Stoff. Also die Hose ist an sich richtig geil. Und ich hätte sie eher in S nehmen sollen. Aber vielleicht kann man sie ja noch ein bisschen dehnen. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Also XS ist auch wirklich XS. Ich bin es immer von anderen ein bisschen gewohnt. Aber die Hosen eher zu klein als zu... eher zu groß als zu klein kaufen, würde ich euch jetzt mal von den zu Hause, die ich gerade anhatte, empfehlen. Die Jeans. Ich gucke mal ganz kurz, in welcher Größe ich die Jeans habe. Die habe ich in 34. Die passen mir wirklich perfekt. Also die Jeans, finde ich, die saß wirklich am besten. Jetzt habe ich hier noch eine Sache. Da sind wir mal sehr gespannt. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr bei Trendyol schon mal was bestellt habt. Oder, keine Ahnung, schon was halt irgendwie anhatte. Würde mich auch interessieren. Okay, das ist... ich glaube, ein Kleid. Ah ja, das ist ein Kleid. Ein Kleid, was so aus so zwei Teilen, sage ich mal, besteht. Also es ist zusammen, aber es sieht so aus. Ich zeige es euch angezogen, weil ich würde sagen, da kann man es am besten erkennen. Okay, so sieht das Kleid aus. Ich habe es jetzt noch nicht fertig an, also ich habe es wirklich nur angezogen. Hier kann man diese Schnüre ziehen auf einer Seite und dann wird es halt hier diese Naht enger. Diese Schnur gibt es auch noch hier. Die finde ich ganz praktisch, weil dann wird es hier eben ein bisschen bauchfreier. Hier ist es wie gesagt eben so zusammen und es ist auch auf einem etwas größeren Ding zusammen. Also nicht nur in einem so einem kleinen Ding, sondern so, dass halt auf dieser einen Seite frei ist. Ich finde das richtig cool. Das sitzt auch echt gut. Es ist auch wieder etwas auffälliger, aber es ist trotzdem ein bisschen basic oder schlicht und hält sich zurück. Das könnte man auch richtig gut mit dem Mantel kombinieren, finde ich. Ja, es ist auch nicht durchsichtig oder so. Ich finde es cool. Das ist jetzt auch wieder in der Größe XS. Es ist etwas länger, also jetzt nicht so, dass es nur bis hier geht, sondern wirklich bis zu den Knien, aber ich finde es richtig cool. Ja. Das war's mit dem Haul. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Auch gerne, was ihr am schönsten findet. Mein Lieblings ist die Jeans und dieser Oversize-Pulli, den finde ich am coolsten. Aber ich muss sagen, das Kleid ist dann auch Platz 3. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Was ist eigentlich heute los? Der Link ist, wie gesagt, in den Kommentaren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!